Brrr, schön eisig. Am ersten Weihnachtsfeiertag haben sich die Winterbader erneut in den Orankesee in Berlin gewagt. Die unerschrockenen Mitglieder der Berliner Seehunde stiegen, spärlich, aber weihnachtlich bekleidet, in das etwa 3 Grad kalte Wasser und fühlten sich dem Anschein nach dabei recht wohl. Ist prickelnd, ist angenehm. Und vor allen Dingen, man merkt jetzt die kalte Luft, minus 6 Grad oder was er vorhin angezeigt hat, und das Wasser hat 3 Grad. Die Differenz merkt man denn schon. Das ist angenehm im Wasser. Da sie rauskommen, schlimmer als sie reingehen. War herrlich gewesen. Wir haben heute bestes Wetter, Sonnenschein und schöne Eisschicht. So macht es natürlich am meisten Spaß. Dann ist es natürlich richtig Eisbahn, so wie wir es mögen. Ja, ich mache das seit fast 30 Jahren. Und in der Anfangszeit, wenn ich wenig Zeit hatte am Sonntag und es ausgelassen habe, habe ich es immer bereut. Es ist, na, ich will nicht sagen Droge, aber man hat eine Abhängigkeit. Es ist eine Sucht, genau. Die Seehunde frönen ihrem Hobby derart organisiert bereits seit 1980. Dabei geht es ihnen nach eigener Darstellung nicht um das große Durchhaltevermögen. Jeder bliebe nur so lange im Wasser, wie er sich wohlfühle, heißt es auf der Internetseite des Clubs. Am Samstag gab es dann noch, aus gegebenem festlichen Anlass, ein gemeinschaftliches weihnachtliches Seehundkonzert.